Es wurde weithin berichtet, dass das von der US-Regierung gerade verabschiedete Mega-Finanzgesetz 3,8 Milliarden US-Dollar an Israel bereitgestellt hat, während es gleichzeitig für mindestens ein Jahr jegliche US-Finanzierung der UNRWA, der UN-Agentur zur Unterstützung der Palästinenser, untersagt. Dies allein könnte bereits als Beweis ausreichen, dass die USA an dem beschleunigten Völkermord gegen die Palästinenser in Gaza beteiligt sind. Das Gesetz beinhaltet jedoch noch weitere Vergünstigungen für Israel, die in ihrer Gesamtheit einfach atemberaubend sind. Ich danke meinen beiden Nachrichtenlieferanten, Joe Duane und Sean Whitbeck, dafür, dass sie dies herausgearbeitet und verbreitet haben. Lassen Sie uns die 10 Passagen durchgehen, die Israel mit allem überhäufen, was es begehrt. Zuerst verbietet das Gesetz jegliche US-Finanzierung der UN-Untersuchungskommission zum illegalen Besatzungsstatus palästinensischer Gebiete durch Israel. Nun, was ist die unabhängige internationale Untersuchungskommission? Fragen Sie sich vielleicht. Nun, am 27. Mai 2021 hielt der UN-Menschenrechtsrat eine Sondersitzung über die gravierende Menschenrechtssituation im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ostjerusalem, ab und verabschiedete eine Resolution, die die Einhaltung des internationalen Menschenrechts und des humanitären Völkerrechts im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalem und Israel, sicherstellt. Durch seine Resolution beschloss der Menschenrechtsrat, dringend eine laufende, unabhängige internationale Untersuchungskommission einzurichten, um im besetzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalem und in Israel, alle mutmaßlichen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und Missbräuche des internationalen Menschenrechts, die seit dem 13. April 2021 aufgetreten sind, zu untersuchen. Die Resolution forderte die Untersuchungskommission weiterhin auf, alle zugrunde liegenden Ursachen für wiederkehrende Spannungen, Instabilität und die Verlängerung von Konflikten zu untersuchen, einschließlich systematischer Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund nationaler, ethnischer, rassischer oder religiöser Identität. Der Untersuchungskommission wurde der Auftrag erteilt, dem Menschenrechtsrat und der Generalversammlung jährlich Bericht zu erstatten. Diese Untersuchung von tatsächlichen Beweisen für internationale Menschenrechtsverletzungen und Missbräuche sowie Verletzungen des internationalen humanitären Rechts wird nun offiziell von der US-Regierung nicht mehr finanziert. Zweitens entzieht der Gesetzentwurf auch dem UN-Menschenrechtsrat selbst die Finanzierung. Es sei denn, die Organisation stellt alle Untersuchungen zu Menschenrechtsverletzungen durch Israel ein. Abschnitt 7.48 besagt, dass keiner der durch dieses Gesetz bereitgestellten Mittel zur Unterstützung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen verwendet werden darf. Es sei denn, der Außenminister stellt fest und berichtet den zuständigen Kongressausschüssen, dass die Teilnahme am Rat im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten liegt und dass der Rat bedeutende Schritte unternimmt, um Israel als ständigen Tagesordnungspunkt zu entfernen und die Integrität bei der Wahl der Mitglieder des Rates zu gewährleisten. Ist das nicht absolut fantastisch? Wenn der Menschenrechtsrat aufhört, sich mit Israel zu befassen, gibt es keine weitere Finanzierung für ihn. Fantastisch. Sehr unvoreingenommen, offensichtlich. Drittens verlangt das Gesetz, dass jede internationale Organisation, Abteilung oder Agentur, die US-Finanzmittel erhält, nachweisen muss, dass sie glaubwürdige Schritte unternimmt, um gegen die Voreingenommenheit gegenüber Israel vorzugehen. Abschnitt 7.48a zitiert erneut, dass nicht später als 120 Tage nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes der Außenminister den Ausschüssen für Zuweisungen berichten soll. Ob jede Organisation, Abteilung oder Agentur, die einen Beitrag aus den durch dieses Gesetz unter der Überschrift Beiträge zu internationalen Organisationen und internationale Organisationen und Programme bereitgestellten Mitteln erhält, glaubwürdige Schritte unternimmt, um die Voreingenommenheit gegenüber Israel zu bekämpfen. Es steht im Gesetz. Es steht im Gesetz. It's in the bill. It's in the bill. Fourth.
Viertens verbietet das Gesetz die Finanzierung jeglicher Unterstützung für die palästinensische Staatlichkeit. Es sei denn, das Außenministerium der USA bestätigt, dass die Regierung bestimmte Bedingungen erfüllt, einschließlich der Zusammenarbeit mit den entsprechenden israelischen und anderen zuständigen Sicherheitsorganisationen. Keine Staatlichkeit für Palästina, es sei denn, Israel ist damit einverstanden. Fünftens verbietet das Gesetz jegliche Unterstützung für die palästinensische Rundfunkanstalt gemäß Abschnitt 7038. Das Gesetz besagt, dass keiner der durch dieses Gesetz bereitgestellten oder anderweitig verfügbaren Mittel verwendet werden darf, um Ausrüstung, technische Unterstützung, Beratungsdienste oder jede andere Form von Hilfe für die palästinensische Rundfunkanstalt zu leisten. Sechstens verbietet das Gesetz jegliche Finanzierung für Sicherheitshilfe für das Westjordanland oder Gaza. Es sei denn, das Außenministerium berichtet über die Schritte, die von der palästinensischen Autonomiebehörde unternommen werden, um Folter und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen von Gefangenen zu beenden. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört. Das Gesetz fordert nicht von Israel, Genozid zu beenden, Folter zu beenden oder willkürliche Bombardierungen ziviler Infrastruktur zu beenden. Es fordert die Palästinenser auf, unmenschliche Praktiken zu beenden. Siebtens verbietet das Gesetz jegliche Finanzierung der palästinensischen Autonomiebehörde, falls Palästina ohne Israels Zustimmung eine Anerkennung der Staatlichkeit durch die Vereinten Nationen oder eine UN-Agentur erreicht. Oder falls die Palästinenser eine Untersuchung Israels beim Internationalen Strafgerichtshof initiieren. Kein Nachforschen bezüglich irgendwelcher israelischer Verbrechen. Es gibt keine israelischen Verbrechen. Und wenn es jemand auch nur wagt, über die Einleitung irgendeiner Art von Untersuchung nachzudenken, wird das volle Gewicht der Vereinigten Staaten auf ihn herabkommen. Keine Finanzierung für solche Aktivitäten. Achtens, das Gesetz verlängert bestehende Kreditgarantien für Israel, die laut dem Emergency Wartime Supplemental Appropriations Act im Jahr 2028 auslaufen sollten, bis zum 30. September 2029. Ein weiteres Jahr kostenloses Geld für Israel. Hier bitte. Neuntens, das Gesetz gewährt Israel 3,3 Milliarden Dollar an ausländischer Militärfinanzierung, die innerhalb von 30 Tagen ausgezahlt werden sollen. Dieser Abschnitt ist es wirklich wert, ausführlich zitiert zu werden. 7401d besagt, dass von den durch dieses Gesetz unter der Überschrift Foreign Military Financing Program bereitgestellten Mitteln nicht weniger als 3,3 Milliarden US-Dollar ausschließlich für Zuschüsse für Israel verfügbar sein sollen, die innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgezahlt werden sollen. Vorausgesetzt, dass soweit die Regierung Israels darum bittet, dass Mittel für solche Zwecke verwendet werden, die Israel unter dieser Überschrift zur Verfügung gestellten Zuschüsse, wie von den Vereinigten Staaten und Israel vereinbart, für fortschrittliche Waffensysteme verfügbar sein sollen, wovon nicht weniger als 725,3 Millionen Dollar für die Beschaffung von Verteidigungsartikeln und Verteidigungsdienstleistungen in Israel verfügbar sein sollen, einschließlich Forschung und Entwicklung. Das bedeutet, dass die 3,3 Milliarden Dollar verwendet werden können, um Waffensysteme für jeden beliebigen Zweck zu kaufen, den Israel wünscht. Aber 725 Millionen Dollar sind speziell dafür vorgesehen, innerhalb Israels für seine inländischen militärischen Operationen, Beschaffungssysteme, für seine inländischen Firmen, die Waffen und Bomben produzieren, und für die inländische Forschung und Entwicklung, um mehr Bomben und Tod für die Palästinenser zu produzieren, ausgegeben zu werden. Denn wer würde schon wollen, dass Israel von den Vereinigten Staaten abhängig ist, um zu töten? Es ist notwendig, Israel zu helfen, mehr Waffen selbst herzustellen, um unabhängig von den Vereinigten Staaten zu sein. Also stehen 725 Millionen Dollar zur Verfügung, nur damit Israel sie für sich selbst ausgeben und sich selbst entwickeln kann. Zusätzlich ermächtigt das Gesetz eine 500 Millionen Dollar an militärischer Hilfe für Israel, für die Eisenkuppel und andere Raketenabwehrsysteme.
Iron Dome and other missile defense systems. In section 8072, it says that in Abschnitt 8072 heißt es, dass von den in diesem Gesetz unter den Überschriften Beschaffung, Verteidigung, Weit und Forschung, Entwicklung, Test und Bewertung, Verteidigung, Weit zugewiesenen Mitteln 500 Millionen für israelische Kooperationsprogramme bestimmt sein sollen. Das bedeutet, dass zusätzlich zu den 3,3 Milliarden noch eine halbe Milliarde ausschließlich für die Iron Dome zur Verfügung gestellt wird. Nach allem, was in diesem Gesetzentwurf steht. Und ich erinnere Sie daran, dies ist der Wille der Gesetzgeber der Vereinigten Staaten und wird die Unterschrift des Präsidenten der Vereinigten Staaten tragen, der Exekutive. Es gibt einfach keinen Vorwand, dass die Regierung der Vereinigten Staaten und die USA als staatliche Einheit keine Hauptpartner beim verübten abscheulichen Völkermord in Gaza sind. Dies ist ein trauriger Moment. This is a sad moment.